Seite 61 von 80. Liest in der nächsten Nachricht und gibt dem Minenleger Nummer 8 bei Stovetop den Auftrag Minenlegen. Ich soll erstmal ganz kurz das hier anklicken, denn ich habe irgendwas ausgefiltert vorher. Deine Raumstation hat einen Brummi gebaut. Das wird es wohl nicht sein. Minenleger gebaut. Den Filter schalten wir wieder aus. So, und drücken dann wieder auf Plus. Dadurch werden halt die Sachen ausgefiltert, die ich ausgefiltert habe. Ist ganz praktisch, falls man was aus Versehen ausgefiltert hat. Einfach kurz aufs Minus drücken, Häkchen wegmachen und weiter. So, also wir waren bei... Wo ist der Minenleger? Da ist der Minenleger. Go to. Und gibt dem Minenleger bei Stovetop den Auftrag Minenlegen. Mitten auf dem Planeten oder im Orbit. Im Orbit macht Sinn, wenn man keine Satelliten haben will. Minenlegen. Lies deine nächste Nachricht und füge den Bauauftrag zu einem Mini-Bike-Bauschiff in die Produktionsliste von Stovetop ein. Okay, erstmal gucke ich mir ganz kurz noch den Waypoint hier an. Also Minenlegen unendlich. Ha. Verbraucht er irgendwelche Ressourcen beim Minenlegen? Es wäre ärgerlich, wenn ja. Flotte kann 150 Minen pro Jahr legen. Das klingt nicht viel, vor allem im Weltraum. Muss man ein bisschen mehr Platz abdecken. Aber gut, machen wir den Auftrag weiter. Wir hätten jetzt gerne Stovetop, wir würden gerne ändern und wir hätten gerne ein Mini-Bergbauschiff. Du. Okay. Lies deine nächsten beiden Nachrichten und schau dir die Schlacht an. Oh, eine Schlacht. Sehr schön. Was haben wir da? Auftragliste ist leer. Bevölkerung von Wallaby hat abgenommen. Weltraum. In einer Raumschlacht wurde weder deine Flotte, treuer Verteidiger, noch Santa Maria vom Berserker zerstört. Go to. Zeige. Und wieso ist da nichts passiert? Er ist weggeflogen. Du bist hinterher geflogen. Du müsstest auf ihn schießen. Okay, also er hat 6-mal Torpedos geschossen, die Gegner nicht zerstören können. Ha. Lies dann die nächsten beiden Nachrichten und schau dir die Schlacht an. Die Santa Maria der Berserker ist zu 80% beschädigt. Ah, okay. Fertig. Wo bist du? Ich würde gerne go to dir. Das war V. Ah, da. Santa Maria Berserker. Flottengewicht, wo sehe ich deren Beschädigung? Fragezeichen? Da. Panzerung 20 dp, Schilde keine vorhanden. Tarnungsstörer, Vorteil Reichweite. Ich sehe jetzt hier nicht, dass er beschädigt ist. Sieht man es bei der Schlacht? Treuer Verteidiger. Santa Maria. Eine Runde zurück. Ne, kann man so gar nicht. Eine Runde zurück. Ah, okay. Schaden. Ein Schadenspunkt. Er ist bei 80%. Das heißt, er hält 5 Schadenspunkte aus, bevor er sterben würde. Okay. Aber ja, doch, das ist so echt praktisch mit diesem einzelnen Vorwärtsklicken. So. Und Soundeffekte. Das kam jetzt irgendwie auch unerwartet. Aber ja, sind ganz stylisch. So, wir können sie also nächstes Jahr endgültig vernichten. Rechtsklicke auf den blauen Diamanten im flotten Waypoint-Fenster und wähle die Berserker Santa Maria 6 aus. Blauer Diamant, Santa Maria. Die wird jetzt also wieder angegriffen. Ha. Okay. Lies deine letzte Nachricht und doppelklicke auf die bewaffnete Sonne Nummer 9. Letzte Nachricht ist, du hast einen neuen Planeten entdeckt. Das wird sie nicht sein, also habe ich wieder irgendwas ausgeblendet. Bewaffnete Sonne Nummer 9, wo bist du? Da nicht. Laut Transportnachrichten, Raumschlacht, Wallaby, Redstorm, C-Squared, Fabriken, Shaggy Dog, Stovetop. Oh weil, ich habe ja irgendwas richtig kaputt gemacht. Jedenfalls, was die Textnachrichten angeht. Aber na gut, wir sollen springen zu bewaffnete Sonne Nummer 9. Die suchen wir jetzt einfach mal durch Vorklicken. Da, bewaffnete Sonne Nummer 9. Doppelklick auf die bewaffnete Sonne Nummer 9. V, wo bist du? Du bist da unten. Doppelklick. Ich hab doppelgeklickt. Mehrfach. Ich zoome mal näher ran. Also 400%.
Ich klicke mal auf irgendwas anderes zuerst und dann doppelt da drauf. Ich wähle mal was anderes aus als Ziel. So, und wähle dann doppelt auf die. Ah, so geht das. Oder auch nicht. Ha. Also ich könnte jetzt einfach das machen, was dahinter steht, aber eigentlich muss man immer erst das machen, was hier drin steht. Und wir haben unsere letzte Nachricht gelesen. Ahaha. Kai. Warum auch immer das jetzt die Nachricht war, die mit der bewaffneten Sonne zu tun hatte. Aber gut, ziehe den Waypoint von Latheda zu Speedbump. Dahin. Shift-klicke dann auf Lever. Da. Und lass eine neue Runde berechnen. Lies deine erste Nachricht und schick den treuen Verteidiger 5 nach Wallaby. Erstmal zoomen wir wieder raus auf, sagen wir mal, 150. Da haben wir alles im Blick. Treue Verteidigung Nummer 5. Go to. Und dich sollen wir nach Wallaby schicken. Das nicht mehr umkämpfte Gebiet. Lies deine nächste Nachricht. Wahrscheinlich die nächste, die nicht ausgefiltert wurde. Deine Raumstation bei Stovetop hat ein neues Raumschiff des Typs Mini-Bergbauschiff gebaut. Das muss doch die richtige sein, sehr gut. Springe zum Bergbauschiff und schicke ihn nach Prum mit dem Auftrag, sich der dortigen Flotte zu vereinigen. Das weiß ich noch, wie es geht. Shift-Links-Klick, Auftrag mit Flotte vereinigen. Lies deine restlichen Nachrichten. Okay. Hier oben steht doch immer noch 3 von 17, aber wenn ich vormache, springt ihr gleich zu der nächsten nicht gefilterten Nachricht. Also so viele werden es gar nicht sein. Durch den Einsatz von Terraform-Technik auf 90210 wurde der Umweltfaktor Temperatur auf minus 108 Grad erhöht. Wo war 90210? War hier? Wir sind jetzt bei einer Temperatur von minus 108. Und unser Ideal wäre irgendwo hier. Also wahrscheinlich 0 Grad. Na gut, also langsam wird der Planet hier auch ein wenig freundlicher. Und je besser die Umweltbedingungen sind, desto mehr Menschen können auch da wohnen. Und was sind das da für hellblaue Punkte? Oh, das müssten unsere Minen sein. Wie cool. Die werden auch grafisch dargestellt. Wir sehen jetzt hier das Minenfeld. Wird das jetzt mit der Zeit größer oder wird es einfach nur dichter? Na, schauen wir mal. Liest denn restlich Nachrichten? Ja, ich mache ja schon. Bevölkerung hat sich erhöht. Nee, hat abgenommen. Hat also abgenommen. Wir haben deine Flotte. Treuer Verteidiger hat Santa Maria zerstört, ohne selbst Schaden zu nehmen. Ja, es war auch ein Kolonieschiff. Was jetzt interessant wäre, ob die Erfahrungspunkte bekommen, die Schiffe, und irgendwie aufsteigen können. Minenleger 8 hat 150 Minen gelegt. Ja, sowas sollte man wahrscheinlich auch später ausfiltern. Vor allem, wenn man ganz viele davon hat. Aber jetzt lassen wir es erstmal drin. So, lass eine neue Runde berechnen. Zack. Lies die ersten beiden Nachrichten. Wir haben Wallaby Strahlung gesenkt und Stovetop Auftragsliste ist leer. Klicke auf den Prozent-Button in der Werkzeugliste. Da. Du kannst feststellen, dass noch jede Menge grüne Planeten übrig sind, die wir besiedeln sollten. Zuerst rüsten wir aber unsere Kolonisierungsmodule auf. Öffne den Shift-Designer mit F4. Wähle die Santa Maria aus dem Dropdown. Da. Und klicke auf Bauplan bearbeiten. Diesmal nicht kopieren. Okay. Ziehe das Grashüpfer 6 Triebwerk vom Bauplan auf die Bauteilliste und ersetze ihn durch den Papas Langbein 7. So. Beende das Design mit OK und schließe dann den Dialog. Okay. Fertig. Füge 3 der verbesserten Santa Marias in die Produktionsliste von Stovetop ein. Das kriegen wir hin. Stovetop. Ändern Santa Maria 1, 2, 3. Okay. Lies die nächste Nachricht und springe zu C-Squared. Auftragsliste ist ebenfalls leer. C-Squared hat so viele Fabriken und Bergwerke gebaut, wie die dortige Bevölkerung betreiben kann. Füge ein Max Terraform Autobild bis zu 2% am Ende der Produktionsliste ein. Okay. 2 von 2 Bergwerken, 2 von 2 Fabriken. Das ist echt nicht viel. Aber die hat halt kaum Bevölkerung. Aber das wollen wir jetzt ja verbessern. Also wir sollen Max Terraform Autobild da ans Ende der Liste hinzufügen. Okay. Lies die nächsten 2 Mitteilungen und stelle das nächste Forschungsgebiet Konstruktion ein. Nächste Nachricht ist, Bevölkerung hat abgenommen. Wissenschaftler haben Tech 6 in Waffen erreicht.
F5. Als nächstes hätten wir gerne Konstruktion. Fertig. Lies die restlichen Nachrichten und beende die Runde. Wir haben Yakimura Lichtphaser. Oh, die will ich mir mal angucken. Koto? Achso, ist einfach nur eine neue Laserwaffe. Strahlenwaffen. Wir haben den Laser mit Kraft 10, Reichweite 1, Vorteil 9. Den Strahlenlaser mit einfach 6 Punkten mehr Kraft. Dafür kostet es auch 4 mehr Ressourcen. Ah ne, nur eine mehr Ressource. Ha, für eine mehr Ressource 6 Punkte mehr Kraft. Das ist schon schick, denke ich mal. Ein Mini-Geschütz. Haupteigenschaft starke Verteidiger. Ach, das können wir gar nicht als Rasse benutzen. Dann klicken wir mal hier unten drauf, nur verfügbare Technologie. So, also wir haben Laser, Strahlenlaser, Yakimura, Lichtphaser. Kostet 2 Ressourcen mehr, dafür braucht gleich 10 Kraft. Und die haben alle nur Reichweite 1. Also Laser scheinen wohl die Nahkampfwaffen zu sein. Okay. Liest jetzt die Nachrichten. Minenleger hat 150 Minen erweitert. Wir haben einen bewohnbaren Planeten entdeckt. Ich will doch mal ganz kurz das Minenfeld angucken. Ich glaube, das ist gewachsen. Vorher war das nicht bis zum gelben Kreis. Das behalten wir mal im Auge. Also in den nächsten Runden gucken wir, ob das Ding jetzt größer wird als der gelbe Kreis, also der Scan-Radius. Und lass eine neue Runde berechnen. Okay. Lies deine ersten 3 Mitteilungen. Strahlung wurde gesenkt. Strahlung wurde erhöht. Und 3 Santa Maria. Und springe zu den 3 neuen Santa Maria. Belade sie mit Kolonisten und schicke sie los, damit sie Level besiedeln. Alle 3? Ne, die teilen wir noch. Okay. Einmal vollladen. Lever. Wo war Lever? Mozart, Neil, Speedbump, ich glaube hier unten war das. Genau da, Lever. Shift linksklick, kein Auftrag, kolonisieren. Drücke auf alle teilen im Zusammensetzungsfenster. Alle teilen. Ziehe den Waypoint von Santa Maria 10 auf Speedbump. Santa Maria 10. Speedbump. Und den von Santa Maria 11 auf Bloop. Wo versteckt sich jetzt Bloop? Nicht hier. Bestimmt unter der Nachricht. Nee. Late da. Ernsthaft, wo ist Bloop? Hehaut, warte. Oh, warte mal, wir konnten mit F3 oder so noch etwas suchen? Nein, das waren die Planeten. Werden noch Planeten angezeigt, die wir nicht haben? Nee. Finden, Steuerung 4. Wir hätten gerne Bloop. Richtig? Richtig. Bloop ist jetzt im Ziel. V? Ah, da oben. Okay, wir hätten jetzt gerne Santa Maria Nummer 11. Und ja, das Minenfeld ist größer geworden. Ist jetzt so groß wie der Scan-Radius. Wow, dann können wir theoretisch das ganze Weltall abdecken mit Minen. Das halte ich irgendwie für sehr unrealistisch. Aber okay. Bloop. Jetzt habe ich schon wieder aus den Augen verloren. Dahin. Oh. Ach stimmt, wir sollten nicht hinzufügen, sondern wir sollten den von Lever zu Bloop ziehen. Von da nach. Ja. Ganz ruhig. So, also du hast den Auftrag gehabt, erstmal nach Lever zu fliegen. So. Dann suchen wir mal wieder raus auf 150, machen die Nachricht nach da und jetzt ziehen wir es von da bis nach Blue. Du hast der Flotte ein falsches Ziel zugewiesen. Nö, habe ich nicht. Müssen wir wahrscheinlich nochmal machen die Runde. Also du solltest eigentlich nach Lever fliegen. Dem Auftrag kolonisieren. Und dann sollten wir dich rüberziehen nach Bloop. Ah, das war der Fehler. Ich habe vergessen, kolonisieren anzugeben. Okay, liest die restlichen Nachrichten. Wir haben Strahlung erhöht,